Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2. Hierbei heißen wir auch Zock. So, die BR 103 ist unterwegs. Wir können ja mal schnell gucken, sitzt da jemand drin? Nein, hätte mich gewundert, weil ja, die Bahnhöfe sind teilweise noch nicht mal angeschlossen ans Straßennetz. Busse haben wir noch nicht. Das werden wir jetzt alles machen. Allerdings, wir werden jetzt noch kurz nach Dingens gehen. Wo haben wir es denn? Frankfurt, da hinten. So, weil hier steht eigentlich der falsche Bahnhof. Also der ist in dem Sinne nicht falsch. Aber wir wollten ja das Dresdner Teil haben. Und da habe ich jetzt mal geguckt. Das sieht folgendermaßen aus. Ich hatte die aktuellste Version, nur die funktioniert nicht mehr. Da kriegt man eben die Gleise nicht mehr raus. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, da ist die Kollision sozusagen eingestellt. Deswegen funktioniert das nicht. Also wir nehmen den mal weg. Da gibt es aber einen kleinen Trick. Geupdatet wurde das noch nicht. Aber es gibt eben, wie gesagt, einen Trick. Man kann da eine Datei umbenennen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Da steht alles dort, wenn er diesen Bahnhof runterladet. Unten steht eine Lösung, wie man das machen kann. Von nicht mal vom Modder, sondern tatsächlich von Spielern. Und das funktioniert. Wir werden es gleich sehen. So, machen wir hier mal. Jetzt muss ich gucken, kriege ich den hier rein? Eingestellt habe ich hier alles. Jawohl, das ist alles wieder auf groß und maximal. Nee, ich glaube, ich muss hier wahrscheinlich noch mal kurz... Ja, Moment. Guck mal, wo so ungefähr wird er hin? Der passt tatsächlich hier hin. Da kriege ich... Werden da glatt die Gleise sogar rangehängt? Machen wir das mal so. Ich mache den mal hier hin. Dann können wir zur Not oben noch was korrigieren. Ja, eben. Kostet ja nichts. Wir stellen den mal hin. So, jetzt haben wir den. So, wie wir ihn wollten. Jetzt müsste man eben tatsächlich mit den Gleisen... Ja, das wird nicht funktionieren. Okay, dann kappen wir das hier nochmal. Das ist ein bisschen weit oben. Ich hätte den natürlich auch noch ein bisschen... Oh, Moment, vielleicht Pause, weil da... ja, eben, da kriegen die ganzen Züge natürlich wieder irgendwie eine Krise. So, schnappen. Es ist wirklich nur eine Datei, die man umbenennen muss. Dann funktioniert das Ganze. Und das steht, wie gesagt, dort, wo ihr den Bahnhof findet. Und wenn ihr den nicht findet, bei Google eingeben, Transportfieber plus Dresdner Bahnhof, dann kommt ihr automatisch zu der richtigen Seite. Also, wo muss ich denn hier rein? Aha, das klappt jetzt aber nicht, weil es nicht klappt, sondern weil es, ja, ihr wisst, was ich meine. Weil die Höhe wahrscheinlich nicht stimmt, aber man sieht, man kommt hier jetzt mit den Gleisen raus. Gut, jetzt muss ich aber hier hinten eh nochmal kontrollieren. Ja, okay, so ganz passt das natürlich auch nicht. Das klappen wir auch nochmal. War eigentlich klar, dass wir hier nochmal kurz, kurz alles reparieren müssen, wenn wir das so machen. Aber ich wollte jetzt halt im letzten, also in der ersten Folge, tatsächlich die Züge sehen. Deswegen habe ich das auch gemacht mit dem anderen Bahnhof. Muss ich schnell gucken, wo gehen wir denn am besten rein? Was macht am ehesten Sinn? Es wäre schon eigentlich hier oben am ehesten gut, denke ich mal. So, nochmal gleich schnappen. Irgendwie da rein. Aha, und das klappt sogar. Hier haben wir ja ein Durchfahrtsgleis. Ja, nee, das stimmt gar nicht. Das muss... Ja, das ist auf der anderen Seite. Guckt er in die richtige Richtung? Eigentlich habe ich ihn jetzt genau andersrum gestellt, wie ich es eigentlich gesagt habe. Weil für mich, ich weiß auch nicht, für mich würde es stimmen, wenn der in die andere Richtung guckt. Ich weiß nicht warum. Aber dass man, wenn man von außerhalb kommt, eben das hier sieht. Das ist sozusagen der Eingang. Das ist der Ausgang. Und der Eingang... Ja, wisst ihr was? Das ist ja kein Ding. Jetzt glaube ich jetzt etwa das fünfte Mal, dass ich das Teil abreiße. Das macht aber nichts. Wir drehen dich nochmal. So, und dann müsste es dann definitiv mal langsam passen. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Platz, wie man sieht. Jetzt schauen wir mal. Soll ich dich vielleicht sogar noch ein bisschen runternehmen? Das kann man ja auch, dass man den ein bisschen tiefer baut. Ja, hier ein bisschen anpassen, das Ganze. Ja, das wäre dann versenkt. Das möchte ich auch nicht. Wir müssen da aufpassen. Wir haben Straßen. Ja gut, dann ist das Ganze halt ein bisschen höher, weil eben sonst sind die Straßen dann unterirdisch. Das ist natürlich auch nicht, was ich möchte. Aber jetzt müsste er doch passen. Das stimmt doch jetzt so. Nicht, dass ich den nochmal bauen muss. Jetzt habe ich ihn tatsächlich ein paar Mal gebaut. Gut. Ja, hier machen wir Folgendes. Das wird nochmal gestutzt. So, gleich schnappen. Moment. Gleis haben wir hier. Zack. Und wir wollten, da ist das Durchfahrtsgleis, jetzt stimmt es nämlich wieder. Deswegen ist mir aufgefallen, dass der falsch rumsteht, weil plötzlich das Durchfahrtsgleis auf der falschen Seite war. Das Gleis hier funktionierte, aber dann machen wir das so. Also die anderen funktionieren auch, aber eben nicht als Gleise, dass man hier halten kann. So, passt, okay. Machen wir die Weiche wieder. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Müsste. Ja, denkste. Ne, geht nicht. Von der anderen Seite mal kurz testen. Nee, ist aber egal. Wir machen, ihr ahnt es, eine schöne Oldschool-Weiche. Die funktionieren ja auch. Okay, haben wir gerettet das Ganze. Jetzt muss ich schnell gucken.
das Signal hier ist aber eigentlich relativ falsch. Warum setze ich hier ein Signal? Wenn... Schön, so sieht man natürlich auch dann die... Wo sind halt die ganzen Signale? Ich habe doch noch eine Signalmod geladen. Haben wir die 1982 noch nicht? Das müsste ich auch nochmal kontrollieren, sonst haben wir immer die gleichen Signale. Das wäre auch schade. Ja, jetzt stimmt's wieder. Da war ich tatsächlich auf der falschen Seite, sag mal. Strom haben wir ja. Ja, sind einfach alte Gleise hier oben, das ist aber okay. Um durch den Bahnhof durchzufahren, brauchen wir kein High-Speed-Train. Kann ich dich? Jawohl, sauber. Das mache ich jetzt trotzdem mit entsprechenden Gleisen. Und jetzt hier so runtergehen ist natürlich irgendwo gefährlich. Also abgesehen davon, dass das so nicht geht. Weil die Gleise, die müssen dann auch noch. Naja gut, die können. Vielleicht müssen wir mit der Brücke nochmal weg. Das werden wir sehen. Wir machen das jetzt einfach nach und nach. Da müsste ich nochmal das richtige Gleis haben. Das hier wäre das erste gewesen. Komme ich hier irgendwie rein? Jawohl, das klappt. Allerdings müsste ich hier rein. Das Problem ist, ich komme dort nicht rein. Das heißt, das bringt nichts, wenn ich das schon baue. Weil hier... Ah, doch, geht. Naja, okay. Dann machen wir das. So, machen wir die Kurve. Ja, ein bisschen geschlängelt, aber das sieht doch eigentlich relativ nett aus. Jetzt würde ich aber hier tatsächlich einfach mal was können. Und weil ich sonst die ganze Zeit wieder sage, wir machen das noch und dann mache ich es eh nicht, den Boden ein bisschen ändern. Und zwar mit... Was war das? Ich muss mal schnell gucken. Da hatten wir es. Ballast. Ballast ist im Prinzip das, was wir zwischen den Gleisen haben. Plus, minus. Ja, das darf gerne ein bisschen stärker sein. Ja, sauber, weil Gras. Ja, ich meine, Gras ist okay, aber irgendwie zwischen den Gleisen, hier im Bahnhofsbereich, da muss nicht unbedingt Gras sein. Da hätte ich lieber tatsächlich Ballast. So. Ja, nee, falscher Knopf. Hier. So, das hier auch noch wegkriegen. So, das machen wir jetzt immer nach und nach, weil es geht dermaßen schnell. Also das ist ja kein Manöver, wenn man das schnell macht. So, da noch ein bisschen und schon passt. Die anderen Gleise machen wir noch nicht. Jetzt, angeschlossen haben wir es. Wir haben aber immer noch eine Fehlermeldung. Was stimmt denn noch nicht? Wir haben hier kein Signal. Na, gucken wir schnell. Von hier oben kommen. Hier runter gehen. Achso, ich habe natürlich noch keine Weiche hier. Jo, das wäre auch noch von Vorteil. Können wir eigentlich hier hin machen, wenn es geht. Und dann entsprechend die Signale setzen. Geht auch nicht, dann machen wir doch hier auch eine Oldschool-Weiche. Ist eh cooler eigentlich, finde ich. Gut, Signal. Jetzt steht das wieder falsch. Ja, weil wir es halt natürlich komplett geändert haben, das Ganze. Ich mache das Signal aber nicht dorthin, weil sonst stehen wir hier auf der Straße. Das möchte ich tatsächlich nicht, wenn ich das irgendwie verhindern kann. Das hier muss weichen. Wo war es? Hier. Ja, jetzt gucken. Dann ist hier wieder eins. Okay, das ist natürlich auch obsolet inzwischen. Aber mal gucken. Ja, da können wir ohne Probleme hier noch eins hinsetzen. Und jetzt haben wir tatsächlich immer noch ein Problemchen mit dem Zug. Den drehen wir mal und dann haben wir das auch behoben. Ich meine, viele Möglichkeiten haben sie nicht, die Züge. Von daher falsch fahren können sie nicht. Gut, passt. Haben wir das geändert. Jetzt würde ich sagen, wir schließen mal die Sachen an. Jetzt fangen wir aber hier oben an. Dass wir das irgendwie mit einer Straße hier machen und dann entsprechend ein Bussystem. Und dann, keine Angst, wir werden jetzt nicht alle Bahnhöfe anschließen, Bussysteme machen, sondern ich werde jetzt das nach und nach machen. Das war erstmal Innsbruck machen, das Ganze, dann Frankfurt. Allerdings zwischen Innsbruck und Frankfurt machen wir eine neue Strecke. Damit wir, oder wir machen Flughäfen, damit wir die schon haben. Damit wir jetzt nicht die ganze Zeit hier irgendwie immer nur Bus und Zeugs haben. Okay, eine Straße. Beim Bahnhof eine städtische, eine gewisse Größe darf die haben. Dann nimmt er auch gleich die kleinste, die er findet. Moment. Das ist Autobahn. Das hier bräuchte ich. Jawohl, die ist eigentlich relativ cool. Möglichst parallel, damit das nach was aussieht. Okay, hier rein. Und hier düsen wir mal nach da. Und die Straße möchte ich tatsächlich auch noch zum Bahnhof. Das darf sie. Jetzt muss ich mich beeilen, sonst ist die KI schneller. Jawohl, passt. Sieht doch eigentlich eh schon relativ nett aus. Jetzt machen wir hier auch kein riesen Busdingens hin, sondern irgendwie... da sind sie schon wieder am Bauen, da kennen sie gar nichts. Ja, warum nicht sogar die Tanke? Die machen wir ja auch nicht überall. Die machen wir jetzt tatsächlich mal hier hin. Ja, mal gucken. Das scheint ja hervorragend zu klappen. Also in einem Grund geht das nicht. Hier geht's in der Mitte. Machen wir es mal in die Mitte hin, dann können sie außenrum noch bauen. Gut, für die städtischen Bushaltestellen ganz klar.
was Kleines. Irgendwie die anderen Bushaltestellen, also die Hälfte fehlt noch von den Mods. Aber ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass wir erst 1982 haben. Gut, Bus. Ja, mal hier noch. Ich weiß, hier ist nichts, aber hier wird irgendwann was sein. Da müssen wir nochmal. Nein, ich wollte doch nicht. Manchmal bin ich einfach zu schnell. Zu schusselig, Herr Eisenberg. Ganz ruhig. Rennt nichts davon. Was wollte ich denn? Eine Straße. Eine städtische. Dass wir das hier noch verbinden können. Und das hier auch, damit wir dort mit dem Bus durchkommen. Bushaltestelle. Zack. Moment. Person. Jetzt. Welche habe ich denn hier oben jetzt genommen? Das war, glaube ich, die hier. Jawohl. Oh, da ist schon wieder ein Bär. Moment. Das werden wir jetzt natürlich machen. Das haben wir, glaube ich, im Stream gemacht. Wenn man die benennt, dann kriegt man eine Todesanzeige. Wenn sie dann von dannen gehen. Oh, neue Spielsachen. BR-119. Sehr schön. Ja, und hier Triebwagen. Bestens. Und nochmal Schlierenwagen. Sehr cool. Gut. Wisst ihr was? Das gefällt mir hier irgendwie auch nicht. Ich möchte hier Straße. Stadt. Welches Teil hatten wir? Ne, das hier hatten wir. So, das schnell ändern. Zack. So, dann sieht das einheitlicher aus. Gut, zurück zum Thema Bushaltestelle. Hier. Wir halten mal hier noch. Düsen hier unten rum. Halten hier. Wie gesagt, das Ganze ist im Prinzip so gemacht, dass es in der Zukunft auch noch was bringt. Und da geht es dann wieder zurück. Neue Linie. Relativ einfach, wie gesagt, wenn man rauszoomt, dann hat man das auf einen Blick und dann kann man das relativ easy machen. Das wäre dann der Bus. Innsbruck. Ist ja eh Innsbruck. Von daher eigentlich der Bahnhof, ja, die Bushaltestelle, doch, doch, das kann man so machen. Innsbruck. Vom Fluss Inn, würde ich mal sagen, kommt wahrscheinlich der Name. Gut, passt. Ein Depot, hier haben wir ein Zugdepot. Warum nicht daneben? Noch ein Straßendepot. Halt, Gebäude war eigentlich richtig. Ja, ich würde aber nicht noch eine Garage. Wir haben schon eine. Dann würde ich das hier hinmachen. Das ist halt dann doch relativ klein im Vergleich zu diesem Zugdepot. Aber schaut mal so. Ja, das gefällt mir. Zack, machen wir. Die Straße können sie dann hemmungslos weiterbauen. Was haben wir denn an Bussen? Passagiere. Hier die älteren Sachen. Wir sind 1980, da hat man halt schon irgendwie etwas in der Richtung wahrscheinlich schon gehabt. Nehmen wir mal die hier, die Mercedes-Benz-Teile. Davon 5 Stück, damit wir ein bisschen Verkehr hier reinkriegen. Ich habe die Linie, glaube ich, doch, ich habe die Linie benannt. Moment, jawohl, Bus Innsbruck. Sehr gut. Und dann können wir mal gucken gehen, wie sehen die so aus. Die kennen wir natürlich schon, weil die sind Standard. Das müssen Vanillabusse sein vom Spiel. Ja, das ist jetzt ein Blick auf Innsbruck. Hier mit dem Depot. Da hinten der Bahnhof, die Tankstelle. Sieht doch eigentlich eh schon relativ nett aus, dort mit der BR-103. Okay, dann macht mal. Das hätten wir. Sollen wir? Ich überlege gerade, ob wir in Frankfurt doch auch schon hier was machen sollen. Oder ob wir eine neue Zuglinie machen. Wie viele Städte hätten wir denn, die fehlen? Im Prinzip die 4. Das sind die 4 ersten. Die haben wir jetzt gemacht. Die vernachlässigen wir jetzt aber dahingehend ein bisschen, dass wir neue Zuglinien machen. Und wenn wir jetzt schon gerade hier sind. Ich hätte gerne eine Regiostrecke von Frankfurt am Main. Nach da hinten, nach Heisenberg City. Vielleicht sogar tatsächlich, guck mal hier, mit Brücken hier rüber. Ich weiß, das tut nicht Not. Man könnte auch hier außen rum, aber irgendwie ist es cooler mit den Brücken. Ja, das machen wir. Gut, also, und danach werden wir, wenn wir die Zeit noch haben, also als nächstes, nachdem wir dann die Strecke haben, von Frankfurt am Main nach Heisenberg City, werden wir definitiv dazu übergehen, dass wir Frankfurt hier auch ein Straßennetz etc. anschließen. Und wir werden uns noch umsehen, wo macht hier ein Flughafen Sinn. Ja, das werden wir rausfinden. Hier haben wir eigentlich genug Platz. Das müsste funktionieren. Wenn wir jetzt so nach Heisenberg City düsen. Da hinten hätten wir noch was. Da würde ich eher eins von den äußeren Gleisen verwenden. Das wäre dann, wenn wir gucken. Ja, tatsächlich die hier. Kann ich dich so hier rausziehen? Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ja, doch, es geht. Irgendwie so. Und dann gleich in den Bahnübergang rein. Das gibt dann ein bisschen ein krummes Gleisvorfeld. Das ist doch aber eigentlich eh noch charmant. Gefällt mir. Machen wir mal so. Dann in die Richtung müsste eigentlich auch gehen. Was ist dein Weg, Kollege Straße? Ja, dann müssen wir Kollege Straße wegmachen. Ihr kriegt Kollege Straße gleich zurück. Ganz klar. Aber erst müssen wir mal hier lang. Ja, das wäre eigentlich nach da. Genau. Zack. Machen wir natürlich auch zweigleisig. Wir bauen nichts eingleisig. Höchstens. Wir machen mal irgendwann, was wir eh machen. Eine Dampfloklinie natürlich wieder mal. Vielleicht um den See, in den Bergen.
Und die kann man dann tatsächlich eingleisig machen, beziehungsweise mit Ausweichstrecken. Aber das hier, das gibt eine Regiolinie. Da würde ich tatsächlich davon absehen, das eingleisig zu machen. Oh, das gibt eine coole Strecke, so mit dem See hier. Ist das ein See? Jawohl, das ist ein See. Was für ein cooler. So, das hätten wir. Gleich mal die Weiche. Mhm, scheint wieder nicht zu funktionieren. Ne, die wollen alle oldschool weichen. Naja, könnt ihr ja haben wir ja gesagt. Zack, passt das. Hier rein. Darüber. Funktioniert. Gut, bestens. Dann schauen wir mal, wie wir hier rüberkommen. Mit einer gewissen Höhe, würde ich mal sagen. Und gerne eher modern. Modern hätten wir hier zum Beispiel. Ja, die ist eh schon relativ cool. Und dann hier vorne nochmal eine Brücke. Ja, einfach um abzukürzen. Doch, doch, das gibt nochmal eine Brücke. Verschandeln wir da nicht ein bisschen den ganzen See? Also mit der Brücke ging es noch. Aber irgendwie hier auch nochmal. Ich würde hier tatsächlich zu einer Kurve ansetzen. Weil ich weiß, das ist natürlich komplett, wer baut so? Einerseits hier nach da düsen, wenn wir eigentlich hier außen rum könnten. Wir fahren jetzt nach hier, machen die Brücke und düsen dann zurück. Ich würde das so machen. Oder sagen wir... Ne, ich mache eine Brücke. Aber Moment, das machen wir. Wir bauen mal bis dahin. Dann werde ich mich entscheiden. Funktioniert das hier rein? Jawohl. Das machen wir mit der Brücke. Das würde ich nicht aufschütten. Zweites Gleis mitnehmen. Dann wären wir hier. So, jetzt. Wenn wir das zum Beispiel so machen. Ja, das gefällt mir. Okay, und dann wieder zurück. Dann kommen wir hier nicht quer rüber. Das wäre natürlich im Prinzip der schnellste Weg. Aber mir gefällt das hier besser. Dass wir das so machen und dann wieder mit einer Kurve zurück. So, bauen wir mal. Ist das ebenerdig? Jawohl. Also ich mit meinem ebenerdig. Ich meine, ob es halbwegs gerade ist. Das ist es gerade nicht mehr. Moment, nochmal eins runter. Jetzt wäre es wieder gerade. Und dann geht es hier ein bisschen in die Erde rein. Das ist okay. Bauen wir. So, sauber. Aber ich möchte schon relativ coole Zugstrecken natürlich haben. Und hier außenrum ist halt einfach wieder das. Ja, das ist aber irgendwie... Es ist halt außenrum. Aber das ist natürlich hier cool. Quer über den See rüber. So, haben wir. Irgendwie nach da. Wir sind ebenerdig. Da gehen wir ein bisschen unter die Erde. Hier ein bisschen darüber. Aber ihr seid trotzdem... Ich mit meinem ebenerdig. Wie sagt man dem denn? Flach? Nein. Gerade? Ja, irgendwie sowas. Wo ist Heisenberg City? Da hinten. Oh, ahnt ihr es, was ich vorhab? Genau, warum nicht hier nochmal diesen? Da müssen wir aber hier nochmal ein bisschen stutzen, den ganzen Spaß. So, ein bisschen früher zur Kurve ansetzen. Und jetzt wollen wir in Heisenberg City doch noch schnell gucken, was die für einen Bahnhof kriegen. Die Auswahl ist halt tatsächlich noch nicht absolut der Wahnsinn. Dresden haben wir in Frankfurt und das wäre der Rest. Macht hier ein Kopfbahnhof Sinn? Ja, ich würde sagen ja. Wohin setzen wir den? Wir machen auch mal 8 Gleise, 400 Meter, Hochgeschwindigkeit, warum nicht? Dann hat der eine gewisse Länge, man sieht es, eine gewisse Ausdehnung. Vielleicht so hier hinten. Ist ein bisschen weiter weg von der Stadt, das wäre noch gut von den Emissionen her, weil die habe ich nicht deaktiviert, da gibt es eine Mod ohne Emission. Die haben wir drin, wir haben nur nie groß darauf geachtet. Und die Stadt, die wächst ja eigentlich. Ich meine, so kämen wir mitten durch die Stadt durch. Das würde mir eigentlich gefallen. Ich möchte das tatsächlich haben. Vielleicht nicht in Heisenberg City, weil hier wäre es natürlich auch angenehm. So, das Ganze hier. Wirklich an den See ran. Das gefällt mir eigentlich fast besser. Wir werden das nochmal an irgendwo im Bahnhof mitten in die Dingens rein, damit wir wirklich mit den Gleisen durch die Stadt durchkommen. Das werden wir eh noch machen. Zack. Gebonkt, okay. Wir brauchen gleich mal den Bagger, um hier in Heisenberg City ein bisschen aufzuräumen. Würde bereits funktionieren. Gleis. Machen wir hier mal das Ganze so, dass wir das schon mal ein bisschen reservieren, sonst kommt die Stadt wieder auf die Idee, dass sie hier bauen wollen. Das muss natürlich nicht sein. So, zack, einmal hier diesen. Und einmal diesen. Dann mit Weichen das Ganze und da müssen wir noch gucken, wo gehen wir hier am besten rein. Was macht am ehesten Sinn von dort her, wo wir kommen? Wir können natürlich hier schlängeln. Das würde ich eigentlich sogar gerne machen. Wenn wir hier schlängeln, vielleicht sogar ganz frech hier in dieses Gleis rein und dann mit Weichen in das hier. Das haben wir im Stream schon mal gehabt. Macht das Sinn, wenn ich das noch ein bisschen länger mache? Durchaus. So, damit der Zug wirklich schlängeln kann. Und das gibt aber einen Triebwagen, irgendwie würde ich sagen. Für so ein Regio-Dingens. Dann haben wir den auch auf der Anlage.
Weil das andere ist ja, wie sagt man dem, normaler Zug halt, eine Komposition. Okay. Da nochmal ein bisschen länger und dann können wir das Ganze eh schon angehen. Da bauen sie schon wieder da hinten. Fröhlich wie sie sind. Wenn ich das jetzt hier rüberziehe. Zumindest ein bisschen. Ja, Moment, ich versuche es von der anderen Richtung kommend. Irgendwie so hier hin und dann mit einer Kurve. Ich baue es mal. Ich kann es ja jederzeit wieder abreißen. Irgendwie so hätte ich gedacht, dass wir so ein Stückchen mitnehmen. Schiffe müssen da ja beim besten Willen nicht lang, nicht im Moment. Das wäre aber noch ein schöner Ding für einen Hafen. Das muss man natürlich auch sagen. So ein Güterhafen mit Güterzügen, dass hier ein Güterbahnhof noch entsteht. Das, ich lasse mir die Möglichkeit mal offen. Ich finde das fast besser. Dann ist aber die Frage, wie kommen wir hier außen rum? Ja, wir bauen es mal hier entlang. Und falls hier tatsächlich ein Hafen entsteht, dann müssen wir halt diese Bahnstrecke noch mal ein bisschen verlegen, dass die woanders lang geht. Das ist ja kein Ding. Das können wir jederzeit alles wieder ändern. Das kostet keinen Pfennig. Von daher, ja, lassen wir uns die Möglichkeit einfach mal offen, dass wir das dann so machen. Bin ich hier auf der richtigen? Jawohl. Zack. Boing. Passt. Haben wir einmal hier, ja, um die Palmen rum. Sehr schön. Letztes Mal gucken wegen Weichen. Das wäre hier für meinen Geschmack erstmal eine X-Weiche. Wir müssen aber gucken, dass wir genug... Echt, jetzt geht hier auch nicht? Also irgendwie ist heute der Wurm drin, was die X-Weichen angeht. Come on, das muss doch gehen. Ich kap das nochmal. Wacko! Dankeschön. So, irgendwas ist hier von krumm nach schief, deswegen geht's nicht. Ja. Moment, das muss ich auch nochmal wegnehmen. So, jetzt müsste das eigentlich vernünftig berechnet werden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das muss doch zu schaffen sein, dass man hier eine X-Weiche hinkriegt. Jawohl, funktioniert. Gut, einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Und schlussendlich einmal hier rüber. Und dann funktioniert das schon. Hier natürlich die ganzen Doppelkreuzungsweichen aktivieren. Damit hier andere Züge auch noch diesen Weg nehmen können. So, das würde schon mal passen. Das müssen wir wahrscheinlich zuteilen dann. Gut, haben wir es? Ich glaube ja. Wir können im Prinzip die Signale setzen, beziehungsweise die Linie machen. Das wäre von hier, hier rauf, da rein. Okay, und das ist dann die Regio. Machen wir Regio. Haber City. Frankfurt. Ja, okay, passt. Gleich mal gucken. Ach so, nee, zweigleisig ist das natürlich noch nicht. Da fehlen eben die Signale. Die kümmern. Hier haben wir die Weiche. Einmal hier. Einmal hier. Und so ein Regionalzug ist eigentlich nicht allzu lang, aber wir brauchen natürlich auch nicht 10.000 Signale. Weil ich würde sagen, 3-4 Stück nehmen wir da. Wir gucken mal, was wir schon im Angebot haben. Wir haben das Jahr 1983. Wahrscheinlich sind noch gar nicht alle Triebwagen vorhanden. Oh, Flugzeuge. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Die möchten, dass wir noch einen Flughafen bauen. Werden wir sowieso machen. Eins nach dem anderen. Wir haben Zeit. So, Autosave. Dankeschön. Einmal drehen den Spaß. Ja, und dann falsch setzen. Vor lauter wieder. Das muss doch noch klappen. Ja, das klappt schon noch. Wir haben es gleich. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, mitzufahren. Wenn ich hier auf die Uhr gucke. So, die mache ich auch schon mal. Was wir haben, das haben wir. Die müssen wir halt wieder korrigieren, je nachdem. Aber für den Moment passt das soweit. Gut, hier noch. Moment, wenn er hier lang kommt, brauche ich da hier noch ein Signal. Und sonst können wir es im Groben so lassen. Gut, wenn wir jetzt gucken, die Linie. Das wäre die hier. Zweigleisig. Und ja, genial. Geht da tatsächlich ins richtige Gleis rein. Warum geht die tatsächlich ins richtige Gleis rein? Ist doch faszinierend. Naheliegend wäre doch, dass sie hier reingeht. Aber okay, sie macht genau das, was sie soll. Ohne Wegpunkt, ohne dass wir ein Terminal zuweisen. Perfekt. Und hier hinten kann sie, glaube ich, gar nicht anders. Jawohl, da fährt sie da rein. Funktioniert. Perfekt. Haben wir hier ein Depot? Ich glaube nicht. Aber Frankfurt am Main wäre eine Stadt. Also da würde ich auch sagen, die können definitiv noch ein Depot gebrauchen. Und zwar irgendwie das hier und das vielleicht in größerer Anzahl. Modern Depot Plus. Ach, dann genau. Dann kommen wir aus beiden Seiten oder kommen wir auf beiden Seiten raus. Gleis ohne Masten. Standardgleis. Machen wir ein Standardgleis. Oberleitung auch gerne. Jetzt machen wir hier mal Folgendes.
Wenn wir hier noch einen Güterbahnhof wollen, dann würde eigentlich hier oben zum Beispiel sowas gut hinpassen. Mal sanft drehen. Ja, machen wir mal. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Eins hier. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das schön hinkriege. Halbwegs parallel. Und noch ein drittes. Und das reicht mal für den Moment. Und das heißt, dieser Bereich, der gehört sowieso der Bahn. Altes Gleis. Das kommt einfach mal so hier raus. So, das machen wir jetzt noch. Ich gucke auf die Uhr. Ich sehe, wir sind schon wieder viel zu spät. Den Rest, das machen wir dann in der nächsten Folge. Sprich, ja, dass wir uns einen Zug kaufen und dann hier von Frankfurt nach Heisenberg sieht die Düsen. Und dass wir hier die Depotgleise noch vernünftig anschließen. Und das Ganze noch bemalen. Und da hinten auch noch malen. Und wir haben noch so viel zu tun. Ach, ich liebe es jetzt schon. Mir gefällt das jetzt. Ich finde das schön. Ohne Geld ist es einfach wirklich 10-mal schöner. Man kann halt wirklich machen, was man will. Okay. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Da kommt ein Zug. Und dann hoffe ich natürlich, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.